Der Kinocast. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Kinocast, zum quasi letzten Corona-Homesneak-Kinocast. Toi, toi, toi hier. Klopf auf Holz hier, auf Sperrholz. Willkommen, Kate, hallo. Hallo. Hallo, Chris, willkommen. Einen schönen guten Tag, hallo. Ja, und warum ist es dieser letzte Corona-Cast? Weil es voraussichtlich ab morgen wieder eine Sneak geben wird hier in Stuttgart. Also voraussichtlich, weil also alle Zeichen stehen auf grün, aber heutzutage weiß man ja nicht. Ne? Wenn irgendeiner schief hustet oder niest, dann kann sein, dass alles wieder ganz anders ist. Aber ja, das Kino ist vorbereitet, habe ich gesehen. Die machen auch Instagram und alles da. Erzählen, wie das ja, dann so schlecht, ne? Funktionieren wird, ja. Bin ich mal gespannt. Das aber ganz gut, was sie gemacht haben, weil ich finde es super anschaulich. Also auch, wie es mit den Karten läuft und alles, deswegen, ich finde es gut. Wie ist es da? Achso, da können wir nachher mal besprechen, wenn du Karten holst, ob du noch irgendwas brauchst von mir, irgendwelche Daten oder was? Nee, haben wir schon alles. Okay. Das gibst du an, wenn du die Karten online kaufst. Ah, cool. Na dann, und wir müssen auch nicht mit dem Auto ins Kino fahren. Ich habe gehört. Warum nicht? Nee, weil es gibt ja die Autokinos. Achso, da kannst du ins Kino gehen. Ich habe gehört, da war ja jetzt am Wochenende hier auf dem Cannstatter Wasen zum ersten Mal ein Autokonzert. Also die haben ja da so eine Leinwand aufgebaut, wo sie Kino machen. Und da war jetzt ein Konzert, Tim Bensko oder so. Mhm. Und das stelle ich mir total geil vor, da im Auto zu sitzen bei einem Konzert. Ich weiß nicht. Also ich kann da sowieso tatsächlich was zu sagen. Eine Arbeitskollegin von mir war dort mit ihrer Tochter und hat von dort auch auf Instagram entsprechend berichtet. Und die hatten mords den Spaß, weil du bist ja nicht dazu verpflichtet, dein Auto nicht zu verlassen. Also die haben halt, also zum Beispiel in dem Fall haben sie es so gemacht, dass die Tochter ist durchs Dachfenster hoch und aus dem Fenster, hat sich aus dem Fenster rausgelehnt. Die hatten Mordspaß, das muss wohl richtig, richtig gut gewesen sein. Ja, ich mag bloß eher so die richtigen Konzerte mit Menge und so, wo dann alles abgeht und so. Als ich kann mir das nicht vorstellen, wie ich da im Auto sitze und da irgendwie zu einer Band, die ich mag, irgendwie abfeiere im Auto. Also ich meine, da kann ich auch Autoradio hören. Naja, mal schauen, hoffentlich entspannt sich die Lage alles wieder, dass wir dann die Konzerte wenigstens nächstes Jahr dann genießen können. Aber jetzt gucken wir erstmal, was im Kino. Wir hatten ja die letzte Corona-Sneak, die schließt mit einem Highlight. Die Kate wird uns den Film vorstellen. Der heißt The Last Days of American Crime. Mal gucken, was da die letzten Tage der Kriminalität in Amerika so auf Netflix zu sagen haben. Ja, The Last Days of American Crime lief am 5. Juni bei Netflix an. In den Hauptrollen Edgar Ramirez, den man auch schon des Öfteren mal gesehen hat. Michael Pitt, den ich zum Beispiel aus, wie hieß der jetzt? Funny Games. Kenne. Und Anna Brewster. Keine Ahnung, ob die mit der anderen Brewster verwandt ist, die ich kenne. Aber das sind so die drei Hauptcharaktere. Worum geht es? Es geht um ein Amerika in jetzt nicht allzu ferner Zukunft, ja, also es sieht alles noch relativ aktuell aus, so. Der einzige Unterschied ist, dass die Regierung ein System zur Gedankenkontrolle einsetzen möchte, um die Kriminalität auszumerzen. Ja, das heißt, wenn jemand irgendwie was Kriminelles verüben will, dann wird ein Signal freigesetzt, was die Person mit diesen Gedanken daran hindert, sich zu bewegen. Also es ist so ein, also ich hoffe, ich habe das richtig verstanden, dass das so funktioniert. Die sind dann wie eingefroren und können nicht weitermachen. So. Und dementsprechend können sie dann auch keine Kriminalität verüben. So. Das Ganze bedeutet natürlich ein Ende der Profi-Verbrecher, ja, die damit ihr ganzes Leben verbringen und da ihr ganzes Geld mitmachen. Und dazu gehört auch Graham Brick, gespielt von Edgar Ramirez. Der hat so ein bisschen auch eine Rechnung offen mit der Regierung, weil sein Bruder im Gefängnis, ist das ein Spoiler, wenn ich das sage? Ich weiß es nicht. Nein. Der wurde im Gefängnis getötet.
und hat jetzt auch so ein bisschen eine Rechnung offen mit der Regierung und will kurz vor Start dieses Gedankenkontrollesystems den letzten großen Coup veranstalten, um nochmal richtig Kohle zu machen, um gegebenenfalls Amerika sogar verlassen zu können, um sich nicht auf dieses System mal einlassen zu müssen. Und er holt sich zwei Leute an Bord, und zwar eben Kevin Cash, gespielt von Michael C. Pitt, und Shelby Dupree, gespielt von Anna Brewster. Und die drei wollen das irgendwie auf die Beine stellen. Klingt grundsätzlich nach einem spannenden Thema. Ich glaube, storytechnisch auch durchaus umsetzbar. Allerdings fehlt es hier an sinnvollen Dialogen. Also es wird ein Dialog aus der Hölle nach dem anderen gesprochen. Es sind teilweise werden Nebenstränge und Nebengeschichten erzählt, die meiner Meinung nach komplett unnötig für den ganzen Film sind. Was den ganzen Film dann aber auch massiv in die Länge zieht mit einer Spielzeit von 2 Stunden und 30 Minuten. Viel zu lang. Teilweise viel zu banal, viel zu langsam erzählt und viel zu viel drumherum, meiner Meinung nach. Grundstory hätte was werden können. Umsetzung setzen 6, bitte. Die Grundstory ist ja mehr oder weniger ein Heist-Movie. Genau. Wo sie halt, damit da eben so eine damit da irgendwie so ein Due-Date, so ein Endtermin gesetzt ist, wo das Ganze fertig sein muss, haben sie eben dann dieses mit der Gedankenkontrolle da irgendwie implementiert, damit gesagt wird, okay, bis dahin muss das erledigt sein, sonst geht es halt dann nicht mehr, weil keiner dann mehr irgendwas verüben kann. Und ja, mein Gott, war das ein Blödsinn, ey. Das ist ja, also ich meine, ich habe ja viel Mut zum Trash und so, und ich gucke auch, was weiß ich, ziemlich schranzige Actionfilme und sowas, aber der nimmt sich ja sowas von ernst, und die Leute können ja alle nicht Schauspielern da in dem Film. Das war ja furchtbar anzusehen, also teilweise. Ich hatte auch die deutsche Synchro an, die war ja noch furchtbarer. Das ist ja, also hui, hui, hui. Also da hat ja nichts gestimmt. Da war ja, das Skript war wirklich für einen Eimer. Die schauspielerische Leistung war für einen Eimer. Der ganze Film, diese komischen Wendungen und Ideen und dann die sinnlose Brutalität. Ich habe schon ganz am Anfang, in der ersten Szene, habe ich gedacht, oh, das gefällt mir alles irgendwie überhaupt nicht hier. Diese erste Szene da mit der Badewanne und dem Diesel da. Wisst ihr, was ich meine? Da habe ich schon gedacht, also weil das war schon so, wo ich dachte, boah, oh, ja, komm, ey, das, was soll denn das jetzt und so. Vor allem völlig das sinnlos. War so herrlich. Da habe ich schon gedacht, oh, was ist das jetzt? Wäre es wenigstens ein ehrlicher Actionfilm geworden, wo man gesagt hätte, okay, also wir reden ja hier, der Regisseur ist Oliver Megaton, der hat ja zum Beispiel 96 Hours, hier Taken 2 und Taken 3 gemacht und Transporter 3 und solche Sachen. Also der kennt sich im Action-Genre schon ein bisschen aus, aber hier, das hat einfach vorne und hinten nicht funktioniert. Gar nicht. Oder ja. Chris? Columbiana hat er auch noch gemacht, den fand ich ja sehr gut. Hab ich dir gerade gesagt? Also ich hatte unfassbar viel Spaß teilweise, weil es so rotzedumm war. Ich kann es leider nicht anders sagen. Also so ein Quark. Wirklich die Kommentare oder die Gespräche aus der Hölle mit, ich lade meine Waffe durch. Willkommen auf, wir sehen uns auf der anderen Seite. Oh Gott, das ist doch jetzt, hat er nicht gesagt, hat er nicht gemacht. Also der Film langt so oft so ordentlich eigentlich daneben. Die schauspielerische Leistung ist einfach streckenweise so brutalst unterirdisch. Die Storylöcher, also wie gesagt, auch da die Grundstory ist ja durchaus interessant, aber was mache ich jetzt nochmal mit diesen Milliarden US-Dollar dann im Kanada, im Abgeschotten? Das ist nicht so ganz verstanden. Wir haben uns auch schon im Vorfeld, habe ich mich mit zwei weiteren Personen hier aus diesem Podcast unterhalten, und jeder hat irgendwie die Hauptstory dann doch irgendwie anders nochmal gesehen, wer jetzt, ob sie das Ding implantiert kriegen oder nicht, oder ob das generell funktioniert. Ich habe es auch irgendwie keine Lust gehabt, das nochmal nachzugucken. was soll ich noch sagen? Es sind ja Fehler teilweise drin, die einfach völlig Banane sind. Also in der einen Situation wird von der guten
jungen Dame das Oberteil zerrissen, das auch so ein Unterhemd, im Schwäbischen der sage Unterhemdle. Ja, also so ein Unterhemd, das sie da anhat, wird zerrissen. In der nächsten Einstellung ist es wieder ganz, in der übernächsten ist es so oben nur angerissen. Und dann denkst du nur so, okay, warum? Ja, dann gibt es tatsächlich Leute, die wohl ja unverwundbar sind, was Schusswunden angeht. und natürlich unfassbar starke Trucks, die jedwede Betonmauer, Betonbremsmauer einfach aus dem Weg räumen, als wäre es die Pappe, die es in Wirklichkeit auch war. Dazu kommen dann noch unfassbar schlechte Animationen. Vor allem, warum muss ich gerade einhaken, was ich mich gefragt habe, warum ist diese Grenze von USA nach Kanada so sehr gesichert wie die Berliner Mauer, da vor allem nach innen gesichert? Ja. Also, oh Mann. Ja, das auch, ja, das auch. Ich hab auch so ein paar Nebengeschichten nicht verstanden. Also, was sollte das zum Beispiel mit diesem Polizisten, der sich dann für diesen Chip registrieren lässt? Oder die Geschichte mit dem Vater. Das ging ja darum, dass der es dann noch nicht gemacht hat, eben, weil alle anderen haben es ja schon gemacht. Und die dann quasi, die Polizisten werden ja dann arbeitslos, ne? Also, wenn der Chip dann aktiv ist, ne? Weil keiner mehr Verbrechen begeht. So. Und deswegen, die anderen haben sich das ja dann auch schon alle machen lassen. Er hat es ja irgendwie noch nicht machen lassen. Es war ja irgendwie so auf freiwilliger Basis, ne? Und deswegen ist er der Einzige, der sich dann auch noch so ein bisschen dagegen stellen kann, als es dann quasi aktiv wird. Aber der Chip ist doch, der Chip heißt doch nicht, dass du dieses Geräusch empfangen kannst. Das ist doch eigentlich genau das Gegenteil. Weil kein Krimineller würde sich ja freiwillig diesen Chip einpflanzen lassen. Im Gegenteil, du müsstest ja eher dir einen Chip dagegen einpflanzen lassen. Ja, es gibt ja Medizin dagegen. Das ist ja Gedankenkontrolle. Ja, aber du weißt, was ich meine. Das ist so, sind totale Logiklücken in diesem Film, die ich nicht, also ich habe das nicht verstanden, was das sollte. Und das mit dem Vater von dem Jungen und dem seiner Schwester, das habe ich auch nicht verstanden. Also, lauter so Nebenstränge, die da offen aufgemacht wurden, die den Film unnötig in die Länge gezogen haben. Also ich empfehle jedem mal bei IMDb mal die Kritiken zu lesen, die Kurz-User-Reviews, stehen solche Sachen wie "Even the title is a scam" oder irgend sowas, ja. "Far too long, far too little" und lauter so eine Sachen. "Pretty awful, boring film. Very shameful." Ja. Das waren nur so die Überschriften, ja. "Felt like Tommy Wiseau made this one too." Also Tommy Wiseau, wer sich erinnern mag, hier. Hier, da hat man doch irgendwo was. Jetzt finde ich es gerade nicht so schnell. Ja. Ja, also. Er langt einfach in so vielen Bereichen so unfassbar daneben. Das ist echt traurig. Und wenn es dann wenigstens, manchmal kann man sowas ja noch retten durch einigermaßen ordentliche Schauspielerleistungen. Aber das war teilweise eine Frechheit, dass man nicht auch noch irgendwie da Texthänger gezeigt hat oder sowas. Hat eigentlich noch gefehlt. Also, nee. Hat mich überhaupt nicht abgeholt. Ist schade, war bestimmt mehr drin, aber... Vor allem klischeehaft ohne Ende. Also wenn du zum ersten Mal eine neue Figur gesehen hast, du hast genau gewusst, was ist das für jemand. Da gab es keinerlei Entwicklung, keine Änderung, keine Überraschung, nichts. Ja. Und selbst das Ganze ist alles so aus einer männlichen Sicht. Ja, irgendwelche Frauen, die sich irgendwelchen Typen an den Hals werfen und alles über den Bord werfen und trotzdem tough und irgendwie so ganz furchtbares Skript. Also, boah, das dachte ich, okay, wenn das jetzt aus den 80ern gekommen wäre und irgendwie dann, ja, da hätte es irgendwie reingepasst, zeitlich gesehen. Oder wenn es wenigstens ein bisschen augenzwinkernd gewesen wäre, aber nichts. Einfach ganz furchtbar. Und dann, was ich dem Film ganz, ganz übel nehme, ist wirklich, dass sie in den Endcredits ein Lied verwendet haben, also auf diese Krütze dann so ein Lied noch aufzusetzen, was ich sehr mag. Also das hat ja fast den Boden ausgeschlagen. Ich habe ja, als ich den Film gar nicht so weit geguckt. Was? Du hast den Film vorgeschlagen. Ich erwarte, dass du den wenigstens bis zu Ende guckst. Das war die Abblende, dass der Film zu Ende ist. Die erste Einblendung und habe ich ausgeschaltet. Da fing ja das Lied schon an, hat man schon gehört. Ja, aber ich habe nicht drauf geachtet, was es war. Ich muss es noch beenden.
Ja, von Deepish Mode. Jo, oh. Und das ist ja unerträglich, dass sie sowas noch verwenden. Also ich meine, geht ja gar nicht. Ich habe ja von uns dreien den Film irgendwie zuerst angefangen mit gucken und habe dann irgendwie so nach einer Stunde dachte ich so, boah, das kommt ja überhaupt nicht auf den Punkt, das ist so furchtbar. Dann gucke ich drauf, oh, da geht ja noch eine Stunde. Nee, Quatsch, anderthalb Stunde und dann geht ja noch eine Stunde. Da dachte ich, um Gottes Willen, ey, oh, ich halte es nicht durch, ey. Hilfe, das war so bescheuert und es ging nicht voran. Ich wusste nicht, in welche Richtung das geht. Und ach, nee. Also, wir hatten ja mal den Film in der Sneak Preview, Den of Thieves, deutscher Titel Criminal Squad, vielleicht könnt ihr euch erinnern. Das war ja auch so ein Heist-Movie, der auch jetzt keine Hochpreisproduktion war, aber der hat Spaß gemacht, der war geil. Ja. Und hier mit 50 Cent oder mit Gerard Butler und so, das war jetzt alles, das war ein schöner Heist-Movie, nicht von einem Top-Studio, nicht hier AAA produziert, der ging auch 2 Stunden 20, ich glaube sowas wollte der ja auch sein, aber ist sowas von nach hinten losgegangen, boah, war der furchtbar, The Last Days of American Crime, von mir bekommt der 2 Punkte gerade mal. Warum ich eigentlich 2 Punkte jetzt im Nachhinein? Der ist schlecht gealtert über die 2 Tage. Ich werde mal noch ab. Ich gebe mal 1 Punkt. Wenn ich die nochmal so Revue passieren. Ich habe ihn auch bei 2 Punkten. Weil, ja, ich würde ihm auch nicht mehr geben. Also bei Moviepilot sehe ich hier bei der Skala ist 1 ist ärgerlich und 0,5 ist schmerzhaft. So, ich gebe mal eine 1 auch. Ja, schmerzhaft, ja. Gott, war das furchtbar. Schmerzhaft so, finde ich gut. Das hat dann bei IMDb eigentlich so 3,9. Der war am Anfang mal besser, als ich angefangen habe, irgendwie den zu gucken. Da war der irgendwie ein bisschen höher. Aber mittlerweile haben wahrscheinlich außerhalb der produzierenden Studios irgendwie Leute den Film bewertet. Da ist er dann doch etwas gefallen, ja. Ja, Katastrophe. Okay, damit hat die Corona-Sneak endlich ein Ende gefunden. Und nächste Woche geht's dann. Sehen wir dann die Drecksfilme im Kino. Oha. Ja, nee, das wird schon gut werden. Hoffe ich mal. Oha, was für eine Ansage hier, Erik. Da gibt es ja hier schon einen Tipp von dir, sehe ich. Sag an. Ja, wir haben ja tatsächlich die Rückkehr zur Sneak, also Sneak Back sozusagen. Und es wird ein Fest werden, weil ich habe mir sagen lassen, es gibt eine kleine Überraschung auch noch zum Einlass, was alkoholfrei ist. Und der Tipp für die Sneak 1044 ist dann Schwamm- und Boxhandschuh. Ich glaube, das sind schon Tipps eingegangen, oder Kate? Ja, 2 Stück. Einmal Gypsy Queen und einmal Ganz Akimbo. Ja, ich glaube Gypsy Queen wird's, weil da geht es glaube ich um eine Putzfrau, die dann irgendwie zurückschlagen muss und sowas. Dann zur Waffe greift. Die Boxerin oder wird. Ja, oder Boxerin wird, ja. Ja. Mhm. Ah, ich glaube, das wird's. Kann natürlich schon passen. Ja. Dann gucken wir mal, was wir noch so geschaut haben im Heimkino. Heimkino. Chris, möchtest du anfangen oder soll ich? Ja, ich kann ganz schnell machen. Das geht ja, bei mir geht's super zackig, weil du hast den Film ja erst letztens vorgestellt. Ich habe Belleville Cop nachgeholt und jetzt auch mal gesehen. Insgesamt ein Film, der keinem wehtut, auch einiges an Logikfehlern hatte, wie ich fand, wo ich gedacht habe, so, hä, was, wie, wä? Ist halt wirklich ein kleines Pseudo-Remake von Beverly Hills Cop. Ich fand das Original Beverly Hills Cop um Längen besser, aber trotzdem gebe ich ihm 5 von 10 Punkten. Okay. Hast du auch auf Sky geguckt, ne, oder? Da läuft er noch. Hm. Ich habe einen Film nachgeholt, den hatte ich schon seit Längerem hier bei mir im Regal stehen. Das ist mir irgendwie als ich hier mal ein bisschen umgeräumt habe, mir in der Hand gefallen. Der heißt The Messenger, die letzte Nachricht. Von 2009 in den USA gedreht. In Deutschland lief der 2010 im Kino mit Ben Foster und Woody Harrelson, zum Beispiel Jenna Malone ist noch mit dabei. Und hier geht es darum, dass Ben Foster kommt aus dem Krieg wieder und wird dann einer Einheit zugeteilt, die quasi immer diese Nachrichten überbringt, wenn ein Familienangehöriger im Krieg gefallen ist bei der US-Armee. Und er bekommt dort Woody Harrelson als Partner, der quasi ein alter Hase ist auf dem Gebiet, das auch schon längere Zeit macht. Und der weist ihn dann halt so ein, wie das dann so gemacht werden soll, weil da gibt es so ein Protokoll dafür und man darf sich halt nicht zu sehr
mit den Personen, ja, wie soll man sagen, nicht identifizieren, sondern man darf denen nicht zu nahe kommen, also die dann irgendwie in den Arm nehmen oder sowas, sondern soll halt immer Distanz gewahrt sein. Und das fällt ihm halt sehr, sehr schwer, weil ihm geht das auch sehr zu Herzen, die Nachrichten, die er dann zu überbringen hat. Die machen das ja immer zu zweit, habt ihr ja bestimmt schon mal in irgendwelchen Filmen oder so gesehen, wie das dann so abläuft. Und da sehen wir halt sehr viele Szenen, wo man halt irgendwann, also man weiß ja eigentlich, man guckt gerade einen Film, aber es werden halt da Nachrichten überbracht an Leute, dass irgendwie ein Familienangehöriger gestorben ist, gefallen ist, irgendwas, und oh, das nimmt einen richtig trotzdem mit, obwohl es eigentlich nur ein Film ist. Also das ist echt heftig, wie es einem da die Kehle zuschnürt bei diesem Film. Und der Ben Foster kommt auch schwer damit klar, mit der ganzen Situation, und dass er jetzt diese schlechten Nachrichten so überbringen muss. Und ich fand es einen sehr, sehr tollen Film. Ist jetzt schon ein bisschen älter, deswegen will ich mir nicht zu sehr drüber auslassen, weil es jetzt keiner der allerneuesten Filme. Aber ich kann ihn sehr empfehlen, mal zu schauen. Vielleicht gibt es ihn irgendwo in einem Streaming-Service, The Messenger. Ich gebe diesem Film 8 Punkte von 10. Und mach dann gleich mal weiter mit dem nächsten Film, den ich auf Sky gesehen habe. Der ist ein bisschen neuer. Der heißt The Kitchen, Doppelpunkt, Queens of Crime. Ich bin mir jetzt da gar nicht sicher. Lief der auch mal irgendwie in der Sneak, vielleicht in der anderen Sneak, irgendwie in der B-Sneak oder so? Ja, also, der lief mal in der anderen Sneak. Aber wir hatten den nicht, ne? Aber irgendwie hatte ich den mit der Sneak in Verbindung, ne? Und zwar mit Melissa McCarthy und Elizabeth Moss, die man jetzt zum Beispiel aus The Handmaid's Tale kennt. Und Tiffany Haddish spielt noch mit. Und die drei, ach so, was am Anfang übrigens eingeblendet wird, da wird hier DC-Logo und sonst was alles, hier DC-Comics und so, also das scheint auf einem Comic zu basieren, wobei ich das natürlich nicht kenne, aber es muss nichts heißen. Und zwar, die drei sind, die haben jeweils Männer, die bei dieser Mafia dort, das spielt so in Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, die da in New York so kleine Lichter sind in der Mafia irgendwie, und die werden alle drei nach einer Straftat in den Knast geschickt. Das stellt die drei Frauen ein bisschen vor Probleme, weil natürlich jetzt die Einkommensquelle nicht mehr da ist, und damals war es ja noch so, dass irgendwie die Frauen zu Hause geblieben sind und die Männer gearbeitet haben, und sie müssen sich dann irgendwie arrangieren und kommen dann irgendwie so auf die Idee, dass sie selber das weitermachen könnten, weil das, was die Mafia da versprochen hat, dass sie sich um die Frauen kümmern, während die Männer im Knast sind, funktioniert nicht so richtig. Also sie bekommen nicht so richtig Unterstützung finanziell und stehen dann bald relativ schlecht da und müssen sich halt da irgendwie orientieren. Und sie kommen dann halt selber auf die Idee, das Schutzgeld abzukassieren, was bei den anderen erfolglos geblieben ist, was dann aber soweit ganz gut funktioniert. Und sie machen natürlich dann auch der kriminellen Organisation, wo ursprünglich ihre Männer tätig waren, ein bisschen Konkurrenz auch, und mehr als das sogar, sie übernehmen dann den ganzen Stadtteil. Und ja, aber irgendwann kommen natürlich auch die Männer mal wieder aus dem Knast raus, und wie die dann damit umgehen, dass ihre Frauen jetzt ihre Chefs sein sollen, das zeigt dann auch der Film. Ist eigentlich ganz cool gemacht, so von der Art her, vom Stil her ist es fast so ein bisschen vom filmischen Stil her wie bei Joker, so von den Farben her und New York und so weiter, ne? Und aber die Story hatte zu wenig Pep, zu wenig, ja, da war zu wenig drin. Das ist so eine richtige Bedrohungslage, wo so ein roter Faden ist, wo man sagt, okay, da, die müssen jetzt das und das machen und sonst passiert das und das. Ist halt nicht, das war aber dann so dahin, und die gehen dann mal dahin, machen dies und jenes, und dann kommt mal das und dann müssen sie wieder reagieren, dann kommt mal das und müssen sie wieder reagieren. Melissa McCarthy war hier erstaunlich unnervig in diesem Film, das fand ich ganz gut. Also ein Film, den man durchaus gucken kann, läuft gerade auf Sky. Könnt ihr auch mal reinschauen, wenn ihr möchtet. Ich gebe dem Film 6 von 10 Punkten. Ganz nett, aber nichts Besonderes. Ja, das war's dann auch schon, glaube ich, weil den anderen willst du ja nächste Woche, oder willst du doch? Ja, den machen wir nächste Woche, wenn du ihn gesehen hast. Alles klar. Haben wir jetzt eigentlich schon Filmstarts für nächste Woche? Gibt es da jetzt eigentlich offiziell schon was? Oh, wissen wir da was? Mal gucken. Mal schauen. Es gibt tatsächlich hier 4. Juni, 11. Juni. 11. Juni stehen hier drei Sachen drin. World Taxi, Paris Calligramme und Nationalstraße. Ich glaube, wir sind noch weit entfernt vom normalen Betrieb hier. Ja. Und deswegen warten wir einfach mal ab, bis es dann wieder weitergeht. Und
Ja, in Kinocharts wird dann wahrscheinlich die Sneak auf Platz 1 sein, weil da die meisten vielleicht gerade reingehen. Deswegen, ja, dann machen wir mal mit dem normalen Programm weiter. Das heißt, in dem Falle jetzt kommt die Rätselecke. Rätselecke. Die aufmerksamen Hörer wissen ja, Kate hat das letzte Mal gewonnen. Da ist jetzt Kate dran, uns ein Rätsel zu stellen. Bin gespannt. Genau, und zwar habe ich wieder mir einen Film ausgesucht und ich werde euch von den unbekanntesten bis zu den bekanntesten hochwärts nach und nach Darstellernamen sagen. Und ihr müsst erraten, um welchen Film es geht. Und ihr könnt zwischendrin Ja- und Nein-Fragen stellen. Okay. Also, oder wenn ihr irgendwie wissen wollt, welches Genre oder so, dann müsst ihr ein konkretes nennen und ich sage dann Ja oder Nein, okay? Also, wir fangen an mit Linda Clark, Dan Albright, Rasul J. Han. Bis jetzt kenne ich noch nicht mal die Leute. Mary McMillan, Deborah Hobart. Haben wir den Film hier schon mal besprochen? Also wenn einer von euch diesen Film nicht kennt, dann weiß ich auch nicht. Okay. Dann ist irgendwas falsch gelaufen. J. Don Ferguson, Stuart Greer. Moment, ist jetzt könnte es interessant werden. Ist es ein Actionfilm? Ja. Nein. Johnny Galecki. Mhm. Anne Hatch. Bridget Wilson. Schon Ideen? Ja. Fragen? Oh Gott, scheiße. Hughes Watson. Johnny Galecki, also das, den kennen wir ja. Und jetzt kommen bekannte Namen, das ist das Problem schon. Johnny Galecki schon. Ist auch bekannt. Ja. Aber Freddie Prinze Jr. Handelt es sich um den Film Eine wie keine? Nein. Ist es eine Rom-Com? Achso, ich darf ja nicht mehr fragen. Oh Gott. Ach. Ryan Phillippe. Ist es, ah, ich weiß es. Ah, ach scheiße, wie hieß der? Eiskalte Engel. Cruel Intentions, genau. Nein. Nee? Nein. Ist auch nicht Eiskalte Engel. Ich sag noch einen Namen. Ist es Hackers? Nein, ist nicht Eiskalte Engel. Auch nicht. Ja, also es kommen noch zwei Namen. Na dann. Sarah Michelle Gellar. Ja, sind wir doch bei Eiskalte Engel, oder? Nein. Doch. Und noch einen. Jennifer Love Hewitt. Ah, dann ist, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Ja! Ah. Hat Johnny Galecki mitgespielt? Okay. Ja. Ja, der hat einen jungen Mann namens Max gespielt. Das ist der, der in diesem Fischladen, in diesem Fisch... Opfer. Ja, ja, der macht da die... ihr kennt die Szene, da ist doch der Typ, der in diesem Fischerladen arbeitet, wo diese ganzen Eisblöcke sind. Und ja. Der dann mit dem Haken auf so einem Eisblock erdolcht wird. Das ist Johnny Galecki. Ja, der spielt doch da irgendwie auch so ein Außenseiter, ne? So ein Opfer. Ja. Ein Opfer, sag ich ja. Ein Opfer. Hey! Der war schwer. Ich hab den Film... Du hast erst beim letzten Namen erkannt. Ich hab den Film damals im Kino zum letzten Mal gesehen. Was? Oh Gott, ich hab den mittlerweile, glaube ich, schon 10.000 Mal gesehen. Der ist so gut. Okay, das heißt, ja, ich bin dann schon ist jetzt dran. Chris das nächste Mal dran. Ja, cool. Mir fällt gerade ein, was ein. Wisst ihr, was ich gestern geschaut habe für einen Film? Ich verrate es mal so, ich will kein Rätsel machen. Ich habe gestern kam ja nichts im Fernsehen, wirklich, also kam ja gar nichts. Da habe ich auf dem Schweizer Fernsehen kam Das Erwachen der Macht, Force Awakens. Oh. Und da habe ich wieder festgestellt, wie gut dieser Film ist. Also das ist ja sowas von gut. Gell? Also im Vergleich auch zu den späteren und zu diesen anderen hier, Rogue One und so. Also dieser erste, ich habe den jetzt schon so oft gesehen, ich glaube, der ist mittlerweile in meiner Allzeit-Top-10-Lieblingsfilmliste ist der schon deutlich irgendwie auf Platz 2 oder 3. Also ich glaube, das ist mir gestern wieder bewusst geworden, was das für ein perfekter, runder Film ist. Also da ist alles drin. Da ist Heldenreise drin, da ist geiler Soundtrack drin, sind gute Effekte drin, der ist gut erzählt. Also da passt einfach alles. Und dann ist natürlich auch, wenn du musst du natürlich die Alten gesehen haben und lieben, dann viel Fanservice drin, wo einem das Herz aufgeht und das so schön
so richtig pointiert gesetzt an bestimmte Stellen, ja, dann wird da mal R2-D2 enthüllt und da mal ist was Cooles hier und da mal wird das Schachbrett eingeschaltet und sonst was, ne? Oh, das ist so beste gut. Beste Szene im ganzen Film, Chewie, we're home. Ja, da war ja schon im Trailer drin. Oh, ich könnte jedes Mal heulen, wenn diese Szene kommt, weil das so toll ist, das ist so, Gänsehaut pur, beste Szene im ganzen Film, ja. Ja, also die schwächste Szene im Film habe ich gestern auch wieder festgestellt, mit der wäre ich nicht richtig warm, die Szene. Das ist diese nachgemachte Cantina-Band-Szene, wo diese Frau mit diesen komischen Brillen da, weil die ist auch so schlecht, ist, ich weiß nicht, ob sie animiert ist oder eine Puppe, wahrscheinlich animiert. Also so schlecht gemacht irgendwie, die Frau. Also da hätte ich, also ich glaube, wenn ich den Film nochmal anfassen würde als Regisseur oder so, würde ich, glaube ich, die Szene komplett überarbeiten und da eine andere Figur reinsetzen. Irgendwie hat das nicht funktioniert. Du meinst diese Schildkrötenfrau, oder? Die Frau mit diese Brille, die so quasi reingewachsen ist, schon in ihre Augen so und... Ah, ja. Weil, ja, das ist aber Motion Capture irgendwie gewesen. Die tritt weder vorher noch in anderen Filmen auf, es sei denn, ich bringe jetzt was durcheinander, oder? Ist die nochmal ein Arm? Ja, als Moment. Ach, ja. bei Solo war die, glaube ich, ne? Nee, aber du redest doch von... Von Mars. Ja. Mars. Ja. Ja, die ist im letzten Teil auch noch dabei. Ach so. Ja, aber davor, also, vor dem Erwachen der Macht. Ja, genau. Nee, ich meinte jetzt nur, gut, im letzten Teil habe ich jetzt gar nicht mehr so eine Erinnerung, dass die da noch großartig drin war. Weil ich dachte, die wäre da umgekommen jetzt gestern. Kampfszene. Okay. Nein. Aber die ist ja nicht so wichtig, finde ich. Ja. Hätte ich irgendwie anders gemacht. Hätte ich vielleicht sogar einen echten Schauspieler einfach genommen, weil in der Szene ist so viel CGI, da sind so viele Aliens da in dieser Mas Kanata. In dieser Bar, weißt du? Und dann ausgerechnet die wichtigste Szene, mit der sie, die wichtigste Person, mit der sie reden müssen und die irgendwie viel Dialog hat, ausgerechnet, die animieren sie und es sieht einfach nicht gut aus. Hm. Ja, also das war schwächste Szene, aber dann wird es ja wieder richtig gut und ach, herrlich. Okay, kleiner Ausflug ins Star Wars Universum hier. Und geht immer. Dann gehen wir gleich mal in die Musiktipps rein hier. Musik. Wer möchte anfangen? Ich. Wir haben gestern beim Frühstück alte Songs angehört. Unter anderem haben wir Serien-Theme-Raten gemacht und irgendwann sind wir bei alten Songs hängen geblieben, bei so einer Playlist, ich weiß nicht, was war das? 90er-Pop müsste es gewesen sein. Und da kam ein Song und ich habe ihn gefeiert, ich war extrem erstaunt, dass ich noch so extrem textsicher war und deswegen muss ich euch den jetzt nahe bringen, denn er ist einfach klasse und es geht um die Band S Club 7 mit dem Song Bring It All Back. Achso, habt ihr nicht Werbung geguckt und dann kam Hyperino und dann hast du Hyperino. Nein. Oh, musst du uns als Werbung kennzeichnen. Aber das, der Song ist einfach... Oder Faster, Harder, Strato. Furchtbar. Okay. Ja, es gab's einen. Ja, wer kennt es nicht? Ja. Okay. Ich habe sogar die Serie damals geguckt. Was gab's denn da für eine Serie? Na, die Band hatte eine eigene Serie. Ah, das ist mir völlig an mir vorbeigegangen, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob ich da was verpasst. Ja, total. Also, ist das sowas, dass sie keinen Oscar gewonnen hat, hat mich immer gewundert. Ist das sowas wie das, was da manchmal auf MTV läuft, wo da welche irgendwo am Strand sind und dann irgendwie miteinander klarkommen müssen, oder? Nee, es war jetzt nicht so Reality, das war schon gestellt. Also das war halt. Nee, sowas war es nicht. Also es war schon, das war eher eine gestellte Serie. Also so, und dann haben die halt zwischendrin gesungen. So ein bisschen wie High School Musical. Nur als Serie. Und es ging um diese Band, die genauso hießen. Und die hatten auch alle ihre echten Namen. Ja. Aha. Also. Völlig an mir. Es ist alt und lange her. Hieß es genauso S Club 7, ja? Es hieß S Club 7. Das ist ja unauffindbar. Ich glaube, es gab eine Staffel oder so. Ah, hier. Originaltitel LA7. Deutscher Titel S-Club 7. Ah ja, okay. Ja, völlig, völlig an mir vorbei. Die hatten auch Musikvideos zu ihren ab dem Jahr 2000 lief das? Ach so. Kann sein. Da habe ich irgendwie 24 geguckt und sonst war es alles. Also ich habe auf jeden Fall diese CD damals. Die haben ja, glaube ich, drei CDs und ich habe die eine, wo eben das Bring It All Back auch drauf war.
hoch und runter gehört im Italienurlaub damals. Mhm. Ach, das waren Zeiten, Menschenskinder. Oh. Ja, Urlaub da. So. Ja, gab es viele jetzt gute ihr. Songs. Ja, Chris, was hast du? Ja, ich habe von Weezer den schönen Song Keep Fishing. Und da lohnt sich immer mal wieder ein Blick auf das Video, weil das Musikvideo, was sie damals gemacht haben, haben sie zusammen mit den Muppets gemacht. Und das habe ich sehr, sehr gefallen. Ah, cool. Ja. Okay, und ich habe letztens eine coole Doku geguckt und da kam ein Song drinne und den hatte ich länger nicht gehört. Deswegen nehme ich den mal von Kudlam, See You All. Wenn ihr das nicht kennt, hört da mal rein, das geht echt gut ab. Mhm. Okay, dann sind wir soweit durch für heute mit dem offiziellen Programm. Dann noch ein Hinweis. Vielen Dank an den Cedric, der hat seine Patreon-Spende abgegradet von der mittleren auf die höchste Stufe. Vielen Dank dafür. Jetzt geht's auch bald wieder richtig los mit Kinofilm, ja. Also dann. Ja. Genau, spendet alle Patreon. Und ich denke mal, dann kriegen wir vielleicht auch wieder ein paar Kommentare rein ab nächste Woche. Wir hatten ja einen, sehe ich gerade hier zu Rainy Day in New York. Mal gucken, was das war. Vom Martin. Ah, der freut sich, dass der Kinocast in gewohnter Länge war. Und er hat tatsächlich auch zur gleichen Zeit auf Sky Hotel Mumbai und Good Boys gesehen. Hotel Mumbai meint er, sollte ursprünglich... Ah, Good Boys habe ich auch gesehen. Gut, den habe ich vergessen. Okay. Reden wir nächste Woche drüber. Okay. Sollte ursprünglich ins Kino kommen, hatte aber dann nur eine DVD-Auswertung. Er fand ihn sehr beklemmend, auch ist er über die polizeilichen Maßnahmen entsetzt und Good Boys findet er eine tolle Sommerkomödie, die ganz gut geeignet wäre für so Open-Air und Filmabende. Ja, genau, fand ich auch sehr nett. Okay, dann schauen wir mal, was uns dann morgen in der ersten offiziellen Sneak Preview nach Corona hier in Stuttgart wieder erwartet. Bin da sehr gespannt, auch wie viel da kommen und wie voll es da wird im Kino und wie das dann gehandhabt wird. Mal gucken, wir werden dann in den nächsten... Es sind nur maximal 100 Leute, die rein dürfen ins Saal, also von dem her. Okay, werden wir dann nächste Woche berichten, wie es war und werden wir dann auch einen nagelneuen Film besprechen. Vielen Dank euch beiden, bis dann, tschüss. Ciao. Tschüss. Bis bald im Kinocast.